Leute, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Ticket Light. Wir sind zu Hause und dabei sind Markus und Futur. Juhu! Hallo! Und zwar machen wir uns heute dran, aus dem Nether das Zeug rauszupumpen und jetzt hier dann in Energie umzuwandeln. Dafür brauche ich noch 3 Pistons. Guck mal in den Kisten draußen, ob wir da nicht noch Pistons haben. So, wir haben jetzt 3 Kühe und 3 und 2 Schafe. Also stimmt, wir hatten doch aus der komischen Definition so viele Pistons gesehen, ne? Genau. Aber ich weiß nicht, ob das Digi-Pistons waren. Ja, sonst Digi-Pistons. Also unsere Nahrungsvorsorge ist gesaved. Gut. Unser Wollevorrat auch. Das heißt, ich brauche wie viele Sticky? 4 Stück. Ich brauche 4 normale Pistons. An was hapert's denn jetzt? Cobblestone. Ohne Mist. Ich habe nicht genug Cobblestone. Cobblestone. So, einer noch. Das reicht's. Und dann kann ich schon die Engines bauen. Ich guck mal wegen den Generatoren. Ich habe die Gears, ich habe das. Glas fehlt mir vielleicht. Liegt raus in dem Ofen. Ne, hier ist auch noch was. Ich habe nur geguckt, was im Inventar fehlt. Achso. So, dann 4 Redstone Engines, eine davon in den Keller mit Hebel natürlich. Also brauchen wir noch Lever. 3 Stück. Das Haus sieht richtig pornös aus. Welches Haus? Und was du gebaut hast, du Held. Sieht aus wie ein Golem. So, in dem zweiten Stock mache ich die Kisten rein, ne? Markus baut Riesen Golem Häuser. Ja, zweiter Stock Kisten passt. Was, zweiter Stock Kisten? Ah ja. Cobblestone. Unser Lager. Irgendwo müssen wir es ja lagern, das ganze Ich würde es eher in Keller machen. Nein, da kommt die ganze Energieversorgung, Rohrleitungen und hin. Ich hätte es in die Seitenflügel, hätte ich jetzt die Kisten reingemacht. Nein, dann machen wir so weit hoch. Okay, ja, passt doch. Und wenn wir ein Sortiersystem später bauen, können wir es ja daraus wieder rausmachen. Ja, ist gut so, mach mal. Ja, so. Du hast gesagt, ein Engine reicht, ne? Hier. Bei uns auf unserer Welt, ja. Ich gehe jetzt rüber in den Nether und platziere 3 Redstone Engines dann an die Pump. Hast du Steine dabei? Den meinst du mich oder? 56. Ich komm mit, ich guck mir das an, ob du das recht machst. Ja, das langt nicht, ein Stack reicht nicht. Natürlich. Ich bin dabei, bin hinter dir. Natürlich reicht das. Oh. Nein, reicht nicht. Einfach gleich ein Skelett im scheiß Ding. Dann machst du tot? Hab's. Schauen wir uns noch mal Gas. Futurs geheime Gänge hier an. Wie viel Jetpack-Energie habe ich? Ja gut. Ich würde sagen, wir setzen es auf die Mitte von dem See hier, ne? Genau. Hat die nicht so einen Schlauch, der nach unten fährt? Ja. Das heißt, wir müssen uns einfach nur hier rüber bauen. Das ist ja sneaky. Ich box dich mal, ne? Hilft dir. Mein ganzes Inventar ist voll. Wie weit haben wir? Das reicht. Zumindest sagen, ich habe zu wenig Koppel. Ja. Du brauchst jetzt mindestens eine 5 auf 5 und 4 hoch. Warum? Dass du noch drin laufen kannst. Du musst einen Endertank reinmachen, du musst einen Junkloader reinbauen. Ah, den brauchen wir noch. Futur, du hast eine Aufgabe, bauen Junkloader. Bauen wir erstmal hier die Ebene. Ich hoffe, jetzt fehlt es dann an irgendwas. Für den Junkloader. Drei hoch. Ja, 3 hoch. Ja, hat das von 4 gesagt, deswegen. Achso, das ist mein Stack ist schon weg. Meiner noch nicht. So, dann baust du hier Redstone, hier Redstone, hier Redstone, da die Pump. Vorsicht. So, da kommt die Pumpe hin. Da oben drauf. Ja. Da kommen jetzt die Redstone Engines dran. Da.
dahin die Redstone-Pumpe. Ja, man kann es auch dahin machen. Ja, kannst du auch dahin machen. Ja, theoretisch nicht mehr dahinter. Doch, ich muss den Chunkler da hinten ins Eck setzen, weil wir du musst ihn ja noch irgendwo vorne ins Eck setzen. Ja, du musst aber irgendwo noch den Endertank hinstellen und auch irgendwo das Ding hin. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, gut. Die anmachen. Gut. Ich suche mal den Chunkloader. Nein, du baust einen, du suchst bitte keinen. Ich suche ihn. Das dauert zu lange. Er suche, der finde. Kann ich die Hebel auch einfach auf die Pumpe stellen? Was? Nee, geht nicht. Warum? Du brauchst eine Holzleitung aus der Pumpe raus. Ja, die kann ich ja rechts raus machen. Genau, in den Endertank und dann eine normale und dann in den Endertank und dann pumpst du rüber in die normale Welt. Das passt doch alles perfekt hier rein. Stell ich mir nicht so an. Aber mit einem Stack, was dabei halt nicht, hätte nicht gereicht. Ach, ich hätte es nicht so riesig gebaut hier. Es wäre kleiner gegangen. Da ist er doch, Junkloader. Da ist er fast einfach zu bauen. Braucht nur einen Zaubertisch, eine Enderperle. Wie viel Obsidian haben wir noch? Ich habe gerade Screenshots gemacht, warte. Ich habe noch 4. Ich brauche 8. Viel Spaß. Aber Enderperle haben wir schon, also ich brauche nur 2. Wo hast du die Diamant-Pickaxe? Die ist in der Kiste. Ah, ich hab sie. Also brauche ich nur 4. Oh nein. Obsidian. Nein, ich habe den Wegpunkt nicht gesetzt. Aber ich finde es so zuversichtlich bin ich. Aber ich setze jetzt mal hier einen hin zu unserer Pumpe. Okay. Markus, hier unten liegt ganz viel Marble rum, weißt du das? Jetzt fließt schon. Oh. Oder? Ich habe 2 Marble abgebaut. Super. Also haben wir, glaube ich, jetzt den ersten. Was muss ich da jetzt einstellen? Ach, In- und Output muss ich. Nee, da muss ich nichts einstellen, das passt schon. Nein. Tut's nicht. Also jetzt füllt sich unser Tank. Gut, dann passt. Dann musst du üben, rausmachen. Wenn ich hier draufdrück, leert das sich in die Röhre. Das muss ich also in der Oberwelt umstellen. Genau, so dass er rausläuft. Okay. Und oben machst du einen Zwischenspeicher am besten hin, weißt du, ein paar Tanks. Ja. Wo man dann Zwischenspeicher, dass man einen Puffer haben, dass man gleich merkt, ob der Dinger leer wird oder nicht. Noch ein Obsidian noch. Und dann baue ich die Chunkloader. Ihr könnt nochmal wieder ein bisschen Holz sammeln, glaube ich, weil wir müssen bald wieder unseren Holz haben. Holz haben wir genug. Ja, aber bald verbrenne ich wieder ein paar Stacks. Ach doch. Wir brauchen ja nicht mehr viel. Wir brauchen jetzt nur bis ich fertig bin. Dann können wir einen Thermalgenerator bauen. Und dann haben wir unendlich viel Energie. Jetzt schon mal an mit dem Thema. Also wir brauchen im Keller an. Ja. Nein, kommt nichts an, normaler. Kann ja nicht. Natürlich. Warum habe ich mir während fehlt ich drüben war, wart ihr doch hier, das heißt beide Chunks waren geladen. Achso. Mir fehlt ein Obsidian. Also das Rohr hier ist schon voll. Also ich habe noch 4 Stück. Ja, ich brauche 8. Ja, hier, jetzt habe ich meinen viertens. Ich leg's dir oben hier in die Kiste. Ja, ich komm. Ich hab's dir in die große Kiste von uns gelegt. Ich hoffe, du hast nicht alles Gold verballert. Ich habe noch 11. Das reicht. Müsste reichen. So. Baue ich erstmal die Verzauberungstische. So. Ich habe auch noch 4 Blaze Rods. Die lasse ich auch mal noch da. Das brauchen wir noch. Enderperlen. Die soll ich auch mal hier lassen vielleicht. So gut, dann baue ich jetzt mal den. Was ist das? Thermal? Geothermal Generator? Thermaler Generator, ja. Brauche 4 Diamanten und 2 Bücher. Okay, Iron Furnace. Dafür brauche ich Eisen. Wir müssen da mal wieder farmen. Nein. Scheiße, wir haben nur einen Diamanten. Warum haben wir 9 Enderperlen? Good question. Die habe ich gerade aus dem Inventar da rein. Okay.
am Anfang der Folge raus, um irgendwas zu bauen. Aber wir brauchen mehr Diamanten, wir haben nur einen Diamant. Oh, da hätten sie Creeper. Haben wir außen keine mehr. Braucht 4 Diamanten. Haben wir außen keine Dias mehr. Natürlich. 8, ja, 9 oder 13 so. Stück, Mann. Ja, gib mal so. Danke. Wegen Weißen hier. Ja, in der Rohstoffkiste hier. Ups. Aber ich habe gerade das ganze Eisen gesnackt. Nimm das dann. Mehr im Loch im Garten. Ja, dann baust du da auf. Echt so. Okay, jetzt brauche ich Reinforced Iron. Haben wir 2 Stück sind noch in der Kiste? Was? Reinforced? Ja. In der Kiste neben dem Ofen. Ah ja, okay. Mein Feind war das ja nicht Reinforced. Also jetzt brauche ich noch Bücher? Das sind sogar noch 10 Stück. Okay. Brauche ich Leder. Ein Generator brauche ich jetzt eine RE-Batterie. Weil ich kein Tin dabei habe natürlich wieder. Kannst du nichts Größeres bauen? Hä, was? Das ist im Kaffee-Rezept von einem Thermalgenerator drin. Ach so. Ja, nee, ich meine, wir brauchen hier noch einen Zwischenspeicher für die ganze Energie. Da würde ich keine RE-Batterie nehmen, weil die kannst du da nämlich nicht mal anschließen. Nee, wir brauchen da eine MFU. Mal schauen. Die ist schon teurer. Ach scheiße, wie macht man nochmal Bücher? So, okay, die RE-Batterie, dafür brauche ich durch Redstone, Bücher. Copper-Kabel. Daran hat es. Papier und Bücher zu machen. Ich hoffe, wir haben irgendwo Copper. Ja, haben wir. Boah, Glück, ja. Und aus Büchern musst du dann... Und aus Papier musst du Bambus haben. Mal zu kommen. Ja, ich hab's gesehen. Copper-Kabel. Give it to me. Okay, ich habe ganz viel Copper-Kabel gemacht. Und jetzt da... Das da. Jetzt soll das hier... baubar sein und zwar... Oh, hier ist Eisen. Da habe ich jetzt nochmal 2 Stück gebaut. Bin ich behindert oder so? Egal. Ich habe ein paar RE-Batterien gebaut. Iron Furnace. Bitte das Zuckerrohr nicht abbauen, nur oben abkappen immer. Generator. Wir brauchen das. Ich weiß. Ich sag's bloß, ich habe nochmal welches angepflanzt. Empty Cell. Alter. So, ich habe einen Geothermal-Generator. Ja, wir brauchen 4 oder so. Ich glaube, mit einer Pumpe kannst du 8 Thermalgeneratoren antreiben. Warum geht jetzt keine Lava in den rein? I don't get his logic. Markus, warst du ein Krieg oder so? Doppelte Mauern baust? Naja. Hör mal dazu. So, füllt sich das Ding jetzt da? Nein, kann ja nicht füllen. Es kommt ja nichts mehr. Doch, okay, es hat sich gefüllt. Mit dem, was da war, das ist jetzt hier reingeflossen. Ja. Aber wenn wir eine Mauer bauen, dann brauchen die zum Beispiel. Richtig. Diese Scheiß-Keeper und so. Also, was brauchst du jetzt da noch für deinen Chunkloader? Ich bin dabei. Dabei sein ist alles, ne? Dabei ist alles. So, was baue ich jetzt einmal? Haben wir jetzt eigentlich Schafe und Kühe hier? Ja, haben wir. Wir haben Kühe, ja, aber Schafe glaube ich nicht. Doch, haben wir auch. Hier sind 2 Endermen, ich gehe mal wieder in den Fight. Aber das Skelett nebenbei hier fuckt auch noch ab. Hast du ihn? Hier ist der zweite. Ich fight gerade gegen 2 Stück auf einmal. Ist das gut? Was machst du? Ich bin gleich tot. What the fuck, Futur? Mama! Oh Mann! Mama, ich hab noch 3 Herzen. Da oben ist ein Skelett auf unserem Dach. Und es trifft mich in der Luft und es snipt mich weg. Da. Das Skelett auf unserem Dach hackt. Wo? Das hackt. Es hat einen verzauberten Bogen Down. Und es trifft einfach immer. Wo sind die scheiß Endermänner jetzt? Ist auch egal, weiter arbeiten. Der Enderman ist tot da hinten. Er ist weg, es ist der Tail. Er ist tot. Da schau eine Perle. Mann. Nice, Alter. Enderperle. Ah, fuck. Ich
da dran. Können unsere Tiere schon wieder Sex haben? Wo bist du? Schon nicht. Ja, ja, die können wieder sich paaren. Weil ich hab hier ich geb dir, hier, ich geb dir einen. Was? Baust den, verlegst du den, stellen einfach unterirdisch irgendwo rein dann. Mach ein Loch und stellen dann rein. Hä? Warum hast du zwei gebaut? Ich brauche einen Chunkloader bei uns, hier hüben und drüben einer. Nee, wir sind immer hier im Haus. Mhm. Ach, nicht immer. Also in der Sicherheitshalber. Okay, es wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Ich habe immer zwei. So, jetzt ist auf jeden Fall das Haus dann immer geladen. Eben, da wachsen unsere unsere Felder weiter, unsere Maschinen werden weiterarbeiten. Cooli, cooli, mach ich sexy, sexy, so. So, jetzt haben wir schon 4 Kühe und 3 Schafe oder, nein, 4 Schafe. Ist das nicht schön? Eine nette kleine Family hier zu machen. Und dann verlege ich mal den einen hier noch unterirdisch bei uns. Futter? Ja. Du mir einen Gefallen und stirb jetzt nicht. 9 Chunks sind zu viel. Ich kann nur 2, ein oder 9 Chunks. Was machen wir? Einer? Machen wir 9. Hä? Oh, er laden tut 9 ja, Chunks. Stimmt, 9. Du kannst ja mal dir den Laser anzeigen lassen, Markus. Siehst du den Laser auch? Von dem Ding jetzt? Und was? Siehst du den Laser um unser Haus rum? 9 Chunks ist nicht viel, Futur. Alter, das ist riesig. Das ist nicht viel. Das ist riesig. Das reicht nicht mal bis zu unserem Feld. Hierhin reicht auf jeden Fall. Also ich meine, hier in der Oberwelt ist 9 Chunks nicht einmal von unserem Keller bis zum Feld. Das würde ich jetzt nicht als viel bezeichnen. Ja, aber du musst überlegen, das muss der Server mitmachen. Das ist das Problem, weißt du. Soll ich das Feld auch noch mit reinmachen oder nicht? Welches Feld? Nein, nicht. So, ja, dann 25 Chunks, das ist glaube ich schon... Oder warte, ich kann es ja mal hier umstellen auf Circle. Aber der pumpt zu wenig, der Scheißdinger. Ich mache Level 3 Circle hier bei uns. Du pumpt ja nichts. Stell unten auf Circle um. Doch, der pumpt was her. Auf Square? Circle? 5 Chunks, ja. 5 Chunks ist in Ordnung. Ich mache hier oben 13. Auf Circle. Weil dann müsste, glaube ich, unsere Farm mit drin sein. Ja, das da hinten ist auch alles mit drin. Das langt locker. Warte, ich guck mal, wie das hier in der Oberwelt jetzt... Oh, das geht genau ganz knapp vor die Farm. Also die Farm ist nicht mit drinnen. Dann verlegen wir die später, ist ja egal. Ja, um ungefähr einen Chunk nach vorne, dann ist er drin. Gut, dann mache ich mal die Laser wieder aus, weil die Laserparty hier fuckt mich so ein bisschen ab. Sieht aber cool aus. Ah, jetzt kommt, jetzt kommt's. Jetzt fließt's. Jetzt. Ist der hier oben überhaupt schon richtig eingestellt? Es müsste Lava kommen. Also er pumpt gleich weg, also... Der Tank füllt sich nicht mal. Ja, es scheint so, als würde die Lava in den Generator fließen. Perfekt. Also haben wir unser Energieproblem gelöst. Und ich denke, dass es jetzt wieder die Viertelstunde rum ist. Jo, die ist gerade eben ziemlich voll geworden. Naja, nein, eigentlich nicht. Nicht? Dann machen wir noch ein bisschen. Naja, 2-3 Minuten können wir schon noch machen. Jetzt kann ich das Ding... Energiert das jetzt eigentlich schon Strom? Ja. Normalerweise nein, sofort, wenn der Lava kriegt. Nein, der produziert aber nichts. Aber wahrscheinlich auch, weil ich kein Kabel angeschlossen habe. Also was für eine Speichereinheit wollen wir jetzt da nehmen? Du brauchst mindestens eine MFS... MFU wahrscheinlich. Die MFSU ist schon... Ja, MFU. MFE. MFE. Ah, dafür brauchen wir aber 3 Energy Crystals. Ja, okay, die gehen. Dann gib mir mal die Dias. Liegen drin. So, 1, 2... Oh Mann, die muss man alle einzeln legen, das ist scheiße. 3... Sammel mal den Mist von mir ein, Foto. 4. Ich muss mein Inventar lernen. Lauter Schrott, den ich gerade nicht gebrauchen kann.
Ist leer jetzt oder kommt noch was? So, gut, jetzt habe ich die da eingesammelt. Jetzt brauche ich doppelt isolierte Gold Cable. Dafür brauche ich Gold. Nein, jetzt habe ich nicht genug davon dabei. Wo ist der ganze? Irgendjemand müsste mal wieder Rubber abfarmen gehen. Ja, gleich. Ich habe jetzt erstmal ein paar Kisten gemacht. Das Double Isolate. Zack. So, dann habe ich 12 Kabel davon. Ich hätte nur 4 gebraucht, aber okay. Machine Block. Dafür brauche ich wieder 8 Stück davon. Das habe ich, den Machine Block habe ich. Gut, dann haben wir alles, wenn jetzt die drei hier durchgelaufen sind. Dann werden wir wieder fertig damit. Das Mission Block, das MFS, nein, nicht MFS, MF. Man macht Bottom jetzt kein MFE. Double Isolate Cable habe ich. Die habe ich. Ach, wahrscheinlich wieder, weil es so Energiedinger sind, da spackt er ja immer rum. Weil die Energieanzeige ja nicht im Rezept steht. Ja, ich habe eine MFE. Gut. Und die, dafür werden wir jetzt aber wahrscheinlich auch keine Kupferkabel mehr verwenden wollen, oder? Nee, Glasfaser. Glasfieber. Dias Redstone. Oh, wir brauchen Redstone. Habe ich hier. Ich schmeiß das runter. Geh mal an die Leiter. Jo, ich fang. Nicht wenn du eins wirfst, da kann ich nicht fangen. Schlaumeier. Jetzt werfe halt gleich einen ganzen Stack, oder? Das war alles, was ich gehabt habe. Mir einfach alles einzeln wirft. Weil man es dann nicht aufheben kann. Willst du es selber machen? Ja, was ist jetzt bitte der Unterschied zwischen diesen beiden Glasfaserkabeln, die im Rezept stehen? Ah, nur einmal mit industrieller Diamant und einmal mit Diamant. Okay. Aber man kann es auch mit Silber-Ingot machen. Ja, lass mit Silber machen. Da bekommen wir mehr Kabel für dieselbe Diamantenzahl. Ja, wir haben hier alles. So schlau wie wir sind, sparen wir natürlich Diamanten. So, 12 davon sollten erstmal reichen. Hier kommen jetzt dann die ganzen Dinger hin und hier die MFE. Und es funktioniert. Alter, wie das Ding pumpt. Das haut er richtig raus. Futur, bist du dir sicher, dass wir da 4 von denen brauchen? Nö. Und sagt nämlich gerade einer schon leer. Ja, das dauert, bis die Redstone Engines drüben richtig angelaufen sind. Also die hier läuft schon auf fast Maximalstufe. Ah, nee, jetzt füllt's wieder nach. Okay, der Tank ist nämlich randvoll. Es dauert nur immer ein bisschen, bis die Pipes wieder nachgefüllt werden, quasi. Ja, ja. Also Leute, ich würde sagen, an der Stelle war es dann auch schon wieder mit der nächsten Folge hier. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao. Ciao.